بالإمام الشافعي رحمه الله, إذا gesagt hat, ganz deutlich habe ich schon mal erwähnt, sagt, wenn jemand blind ist, nutzt ihn auch das Licht der Sonne auch nicht. Wenn er blind ist, das Licht der Sonne nutzt ihn auch gar nichts. Also erst, du musst sehen, damit du das Licht vom Licht der Sonne was hast. Das heißt, wenn du blind bist und die Sonne scheint, du kannst trotzdem nicht sehen. Genauso, wenn wir kein Licht, kein Glauben haben in unseren Herzen, wenn das Licht des Glaubens nicht in unseren Herzen drin ist, dann werden wir von einem anderen Licht nicht profitieren. Damit ist gemeint Koran, Hadith und all diese Lehren und Reden, die man hört jeden Tag. Weil manchmal Rasul hat so viel wiederholt vom Koran, so viel wiederholt von Haditha über Allah, über das Jenseits, über Akhira, bis Sahabe begriffen haben, worum es hier geht. Und deswegen sind wir auch hier, inshallah, um zu versuchen, etwas, inshallah, Rabbil Alamin, in unsere Herzen zu arbeiten, um etwas Sehnsucht zu wecken in uns, bi'idnillahi jalla fi'ula, damit wir ein bisschen, sag mal, Sehnsucht nach dem Paradies haben. Und damit wir, also wir sehen, wir haben letztes Mal gesehen, wie einfach das Paradies ist, subhanallah. Wir haben über die Wege des Paradies gesprochen, wir haben über 5 oder 6 Wege gesprochen. Wir haben gesehen, das ist, dafür brauchst du keine Anstrengung. Dafür brauchst du keine, sag mal, du musst nicht dafür schwitzen, diese Taten. Nur eine einzige Tat, die wir erwähnt haben, die Verteidigung der Wahrheit, als wir gesehen haben, die Sahaba radiallahu anhum, dass sie bereit waren, mit der Seele zu bezahlen für das Paradies, alles zu geben, inshallah, um ins Paradies zu kommen. Und ich will jetzt nicht wieder anfangen vom Weg Nummer 1, weil es dauert mir wieder zu lange. Also wir werden, inshallah, von Weg Nummer 7 anfangen, inshallah, Rabbil Alamin, von dort weitergehen, inshallah. Inshallah, möge Allah uns, inshallah, helfen, dass wir diese Wege, inshallah, begreifen und dass wir auch diese Wege folgen, inshallah, damit wir in Ewigkeit, inshallah, ins Paradies reingehen werden. Also Weg Nummer 7 war die Liebe der Surah Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Qul huwallahu ahad. Die Aufrichtigkeit, diese Geschichte sagt Anas ibn Malik radiallahu an, berichtet, es gab einen Mann in Medina, er war Imam, er betete vor, und nicht direkt im Masjid von Rasulullah sallallahu alaihi wa sondern im Masjid Quba. Und eine kleine Information über diesen Moscheech Quba, also Masjid Quba, der Rasulullah hat also fast jeden Samstag ist er dahin gegangen, hat 2 Raka'at dort gebetet, weil der 2 Raka'at dort verrichtet, ist, ob er, es ist so, ob er eine Umrah verrichtet hat, ein freiwilliger Umrah verrichtet hat. Sagt jedes Mal, also wenn dieser Imam vorgebetet hat, er beginnt immer nach Fatiha mit Surat al-Ikhlas. Also Qul huwallahu ahad. Mit Surat al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Und danach direkt rezitiert er eine andere Sura. Und das macht er immer bei jedem Raka'at, wo er laut lesen muss. Also immer Surat al-Ikhlas und dann eine andere Sura folgt. Das macht er immer. Und es hat eine Zeit lang gemacht, bis die Leute, die hinter ihm waren, haben sich gewundert, warum er das macht. Dann haben sie ihn angesprochen und die haben dann zu ihm gesagt, warum tust du sowas? Entweder liest du Surat al-Ikhlas allein, ja, oder eine andere Sura. Ja, aber brauchst du nicht immer beide zu lesen. Und dann hat er gesagt, hat zu denen gesagt, ich werde es immer weiter so machen, ob ihr wollt oder nicht wollt. Wenn es euch nicht passt, dann sucht euch jemand anders aus. Diese Leute wollten nicht jemand anders haben, weil er war der beste Rezitator gewesen. Was haben die gemacht? Eines Tages, die haben gewartet, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bis Prophet sallallahu alaihi wasallam sie besucht hat. Und dann, subhanallah, sie gingen sofort zum Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann haben sie gesagt, ja Rasulallah, dieser Mann betet immer vor. Und er liest immer Surat al-Ikhlas, aber er lässt auch eine andere Sura folgen. Jedes Mal. Wir haben mit ihm gesprochen, damit er aufhört, er wollte nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, warum machst du nicht das, was deine Gefährte dir sagen? Bete doch nur mit Surat al-Ikhlas, es reicht doch. Dann hat er gesagt, ja, und hat ihn gefragt, warum er das tut. Dann der Mann sagte, ich liebe diese Sura, ja Rasulallah. In anderer Version, ein Hadith, er sagt, ich liebe diese Sura, warum? Weil dort werden die Eigenschaften Allah erwähnt. Dort werden die Eigenschaften Allah erwähnt. Also er liebt diese Sura. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Achtet immer auf die Antwort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Sitzung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, deine Liebe ihr gegenüber brachte dich ins Paradies. Nur weil du Surat al-Ikhlas liebst. Der Mann hat das rezitiert. Ja? Immer wieder, weil er das liebt. Weil er die Sura liebt. Dann kommt die Bestätigung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diese Liebe ist ein Weg ins Paradies. Derjenige, der Surat al-Ikhlas liebt, vom reinen Herzen, dieserjenige, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, wird ins Paradies gehen. Und so, ihr wisst ganz genau, Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, derjenige, der Qul huwallahu ahad rezitiert, die Aufrichtigkeit, es ist, wenn er das rezitiert, es ist gleich, ob er ein Drittel vom Koran rezitiert hat. Er bekommt die gleiche Belohnung, wie ob er ein Drittel vom Koran rezitiert hat. Das heißt, wenn du dreimal Qul huwallahu ahad rezitierst, es ist gleich, ob du den ganzen Koran rezitiert hast.
Und das dauert noch nicht mal eine Minute, Kulwallahu Ahad. Also guckt hier, was man in einer Minute erreichen kann. Und das andere, das ist sehr, sehr wichtig, gütig zu den Menschen sein. Also, dass man nett zu den Nachbarn sein, nett zu den Neben, also zu den Verwandten sein. Abu Huraira radiallahu anh, das ist Weg Nummer 8. Abu Huraira radiallahu anh berichtet, ein Mann kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und erwähnte dabei eine Frau, die viel betet und fastet. Aber sie fügt ihren Nachbarn Schaden zu. Sie schadet immer ihren Nachbarn, a'udhu billah, indem sie viel redet über den Nachbarn und lästert, a'udhu billah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, obwohl sie viel betet und viel fastet, sie ist in der Hölle, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diese Frau wird in der Hölle landen. Warum? Obwohl sie betet, weil ihr Gebet hat ihr nicht genutzt. Hätte sie den Gebet begriffen, hätte sie richtig gebetet, dann hätte das Gebet sie dazu gebracht, nicht zu lästern, nicht schlecht über andere zu reden. Weil Allah sagt im Koran, Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Das heißt, wenn du beispielsweise in Jahiliyyah warst, du hast viele Sünden gemacht, plötzlich hast du angefangen zu beten. Es ist gleich, subhanallah, wie jemand, der krank war und nimmt Medizin. Diese Medizin hat Wirkung, subhanallah, mit der Zeit, vielleicht nach einem Jahr oder einem Monat oder drei Monate, oder keine Ahnung, wie lange es dauern muss. Subhanallah, wenn du regelmäßig diese Medizin nimmst, dann zeigt diese Medizin Wirkung, du bist geheilt, alhamdulillah. Du bist geheilt. Versteht ihr? Genauso ist es mit dem Gebet. Diese Gebete heilt dich von deinen schlechten Eigenschaften, von schlechten Taten. Das heißt, es löscht in dir diese schlechten Eigenschaften. Das heißt, du redest nicht mehr schlecht über die Menschen. Du lässt es nicht mehr, du weißt, dass es Gefahr ist. Du versuchst, die vergangenen Sünden, die du gemacht hast, zu vermeiden. Weil das Gebet hat dir geholfen, denn das Gebet ist Medizin. Wenn das Gebet nach vielen Jahren nichts in dir ändert, was bedeutet das? Das heißt, dein Gebet stimmt irgendwas nicht. Mit deinem Gebet stimmt irgendwas nicht. Du musst an deinem Gebet weiterarbeiten. Weil das Gebet ist eine Medizin, der dich von deinen schlechten Eigenschaften befreit. Dann erwähnte er eine andere Frau, wie wenig sie betet und wie wenig sie fastet, diese Frau. Und hat auch sogar gesagt, diese Frau, sie hat noch nie einen Staubwirbel gespendet, ja Rasulallah. Aber sie fügt ihren Nachbarn keinen Schaden zu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie ist im Paradies. Diese Frau ist im Paradies. Sie betete nicht viel, sie fastete nicht viel und sie hat fast nie gespendet. Ja? Aber trotzdem diese wenig Gebete, die sie verrichtet hat, die Pflichtgebete, haben Wirkung gezeigt, dass diese Frau nichts Schlechtes mehr getan hat. Sie hat ihren Nachbarn keinen Schaden zugefügt. Warum? Wir werden jetzt sehen, inshallah, warum Allah spricht und diejenigen, denen gläubigen Männer und Frauen ungerechterweise ungemacht zufügen, laden auf sich Verleumdung und offenkundige Sünde. Abdullah ibn Amr ibn al-As berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der wahre Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und Hand die Muslime sicher sind. Und der wahre Auswanderer ist derjenige, der meidet, was Allah verboten hat. Al-Bukhari wa Muslim. Ich wiederhole diesen Hadith. Abdullah ibn Amr ibn al-As berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der wahre Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und Hand die Muslime sicher sind. Und der wahre Auswanderer ist derjenige, der meidet, was Allah verboten hat. Überliefert von Bukhari wa Muslim. Diese Zunge. Wir haben letztens gesehen, diese zwei Brüder, die subhanallah zusammen waren, einer war fromm und einer nicht. Der Fromme, mashallah, geht immer auf seinen Bruder zu, sagt, bete, hör auf zu sündigen. Hör auf, sonst Allah wird dich bestrafen und solche Sachen. Hat er gesagt. Er hat versucht, ihn zu ermahnen. Aber es hat nichts genützt, nichts gebracht. Und trotzdem, subhanallah, nach einiger Zeit geht er auf ihn zu und sagt, hör zu, entweder hörst du auf oder Allah wird dir nicht vergeben. Eine andere Version sagt, Allah wird dich nicht ins Paradies reinlassen. Beide sind gestorben, überliefert, also Rasulullah sallam erzählt, beide sind gestorben, beide stehen vor Allah. Der gesündigt hat, geht ins Paradies rein und der Gutes getan hat, wird ins Hölle vorher gehen, wegen ein einzigen Wort. 60 Jahre lang betete Allah an subhanahu wa ta'ala. 60 Jahre gebetet, 60 Jahre fasten, 60 Jahre gedenkte Allah. 60 Jahre hat er Gute geboten, das Gute geboten, das Schlechte verboten. Ein einziges Wort zerstörte all das, sagt Abu Huraira radiallahu anhu. Wie gefährlich ein einziges Wort sein kann im Islam, wenn er falsch ist. Als Aisha radiallahu anha sagte, über wem? Über Safiya radiallahu anha, dass sie klein ist. Rasulullah sein Gesicht hat sich verändert. Sagt ja Aisha, wenn wir dieses Wort mit in Meer reinschmeißen würden, also dieser Duft, also der Geruch, und wie sagt man, der Geruch des Wassers, oder wird schlecht werden. Weil das Wort ist so schlimm gewesen, was Aisha gesagt hat. Er hat nur gesagt, sie ist klein, ja Rasulullah. Sie ist klein, ja Rasulullah. Was sagen wir heute, ehrlich gesagt?
Wie viel sprechen wir heute Sachen und wir haben keine Kontrolle über unsere Zunge, A'udhu Billah. Jeden Tag wir reden über andere Menschen, A'udhu Billah. Und wir haben keine Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Tabi'i sagte, meine Zunge sagte, ist wie ein Raubtier. Wenn ich ihn freilassen würde, wird mich auffressen.